Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Heute der erste Spieltag, Buschi, und die UEFA Champions League ist natürlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Absolut, Wolf, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil, das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnen will. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Ausgangsformation heute 3-4-3. Interessante Taktik, sieht man immer wieder, birgt auch Risiken, aber ja, gut, das ist ja jetzt auch nicht die Neuerfindung des Fußballs. Schauen wir kurz drauf, das ist die Aufstellung von Olympique Lyon. Was sehen wir? Falsche 9 und 4-3-3. Ja, durchaus populär, dieser Ansatz. Man setzt auf einen Schlüsselspieler, der so eine Art, Achtung Wolf, du lernst was, Hybridrolle einnehmen soll. Wenn es klappt, sehr erfolgversprechend. Smalling. Lorenzo Pellegrini und Mkhitaryan. Mkhitaryan ist das. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und Dzeko. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Houssem Aouar. Da ist Depay. Lucas Paqueta. Depay! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ha segnato il Lione con il numero 10 Memphis Depay. Pedro am Ball. Sie verlieren den Ball. Houssem Aouar. Und da ist der Ball wieder weg. Si ricorda al pubblico che nel bar dello stadio è presente una promozione del 2x1 su moltissimi articoli. Affrettatevi. Dzeko. Pedro. Lorenzo Pellegrini. Schöner Pass. Gehalten von Lopez, immer noch gefährlich.
Ball bei Memphis. Memphis. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Lyon sucht da jetzt die Lücke. Er kann es machen. Schöne Flanke. Memphis. Marcelo. Memphis. Depay hat ihn. Memphis jetzt. Houssem Aouar. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Und Dzeko. Wird's jetzt gefährlich. Stark gearbeitet. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Lorenzo Pellegrini. Pedro. Pedro. Edin Dzeko am Ball. Guter Zweikampf. Gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. Dzeko. Der Ballverlust. Er überzeugt heute als Passgeber. Lyon sucht da jetzt die Lücke. Denayer am Ball. Lucas Paqueta. Ball bei Memphis. Houssem Aouar. Kaltoko Ekambi. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Memphis Depay. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Präziser geht es nicht. Depay verwandelt diesen Freistoß, ein super Tor. Überragender Freistoß, das schauen wir uns noch mal an. Was für eine Flugbahn. Der sieht fast die ganze Zeit so aus, als landet er irgendwo in Kamtschatka. Und dann dreht er sich doch noch ins Tor. Wahnsinn. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Con il numero 10, Memphis Depay. Lorenzo Pellegrini. Und Dzeko. Smalling. Rick Karstorp. Am Ball Chris Smalling. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ja, setzt gut den Körper ein. Smalling. Veretout.
Lorenzo Pellegrini. Veretout. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. 45 Minuten sind rum. Es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Heute ist er einer der Besten. Memphis Depay. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Dubois. Da ist Depay. Marcelo. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Das ist Pedro. Pedro. Dzeko. Ein guter Doppelpass. Dzeko. Lorenzo Pellegrini. Pedro. Pedro. Lorenzo Pellegrini. Können Sie jetzt verkürzen? Pedro. Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Dzeko am Ball. Schönes Zuspiel hier. Tor durch Pedro. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Hier ist noch alles drin. Die Gäste werden wechseln. Lorenzo Pellegrini. Ball ist jetzt beim Mkhitaryan. Dzeko. Ball kommt. Tor! Wer hätte das gedacht? Das Spiel ist wieder offen. Binnen weniger Minuten schaffen sie hier einen Doppelschlag. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Memphis jetzt. Jetzt Memphis Depay. Jetzt der Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Pedro. Könnte die Führung werden. Sie sind vorne. Ungläubig. Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Nach diesem Rückstand sind Sie wieder da. Da dürfte der Trainer
bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. Zu 2 also. Da ist alles drin. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Hussein Aouar. Memphis. Das könnte die Chance werden. Nur Memphis. Und wieder zu Memphis Depay. Das macht er super mit Technik. Hussein Aouar. Memphis. Lucas Paqueta. Tolles Tackling von ihm. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nun Pedro. Wäre zu. Der Ball läuft richtig gut. Pedro. Lorenzo Pellegrini. Checo, das muss es sein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Zu 2 steht es damit. Hier ist einiges los. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Memphis. Elegant gelöst hier. Denayer. Da kommt der Pass. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Pedro am Ball. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Da hat er die Chance. Der ist drin. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier nochmal dieser Treffer. Und jetzt kommen zwei neue Spieler aufs Feld. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Weiter geht es mit einem Einwurf. Dubois. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, starker Pass.
klasse Pass. Klasse Pass. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Lorenzo Pellegrini. Mkhitaryan ist das. So, viel Zeit bleibt hier nicht mehr und sie machen das jetzt auch clever irgendwo. Da kommt keiner dran und den Ballbesitz wollen sie einfach nicht mehr hergeben. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Ballverlust. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem ersten Spieltag eine Niederlage. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst jedes Spiel ernst nehmen, immer 100% geben, sonst kommt eben sowas dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Spiel, trotz Reaktion. Das ist angesagt.